Hallo liebe Star Trek Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge Star Trek Online oder auch Folgen, besser gesagt. Ne, wir nehmen ja immer stückweise auf, nicht Folge für Folge, sondern immer so, ne, für alle, die es noch nicht so mitgekriegt haben. Ich denke mal, das haben schon einige mitgekriegt. Nehmen wir immer so ganze Folgen auf, so ein, zwei Stunden, ja, gibt dann immer so ein paar Folgen. So werden die halt so ein bisschen zurechtgeschnitten und hier und da und dann hochgeladen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Also zumindest einige wissen, wie es läuft. Auf jeden Fall willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid bei Ahnungslos TV zu Star Trek Online mit unserer kleinen USS Ahnungslos. Der, ja, die Feindklasse ist es ja inzwischen nicht mehr. Wir haben ja alles Mögliche. Auf jeden Fall unser taktisches Escortschiff. So, wir sind jetzt dabei, haben hier unsere Episoden schon gemacht, weiter, und jetzt geht's los, dass wir den Delta Quadranten erkunden. Yay! Ich freue mich, einer meiner Lieblingsgebiete. Allein schon, weil ich Fan von Star Trek Voyager bin. Für alle, die gucken, ihr könnt ja gerne mal erzählen, was eure liebste Star Trek Serie ist. Es gibt ja inzwischen schon einige. Es gibt ja schon einige. Und über Jahre hinweg gibt es ja Star Trek Serien. Ihr könnt ja. Schneller Warp. Reisen zum Delta Quadranten. Dahin. Ja, ihr könnt ja gerne mal erzählen, was so euer liebster Star Trek Moment ist. Ihr habt ja bestimmt schon einige Trekkies, haben ja bestimmt so ihren Lieblings Star Trek Moment. Ich werde die Kommentare natürlich dementsprechend lesen und dann in einer späteren Folge auf jeden Fall mit berichten. Dürft ihr natürlich gerne machen. Ihr dürft natürlich auch immer wieder gerne ein Like da lassen, Kommentar sowieso da lassen. Auch Abo dürft ihr auch gerne da lassen. Damit helft ihr uns ungemein. Damit wir auch weiter motiviert sind, Videos zu machen und nicht nur Star Trek Online. Wenn ihr auch mal Bock habt auf ein anderes Spiel, dürft ihr das auch gerne ansprechen und sagen, ne? Wenn ihr sagt, hey Mensch, Star Trek, ist ja schön. Aber wenn ihr mal Bock habt, ein anderes Spiel zu sehen, dürft ihr das auch gerne mal sagen. Vielleicht fällt euch ja was Schönes ein, was wir machen können oder ich machen können. Aber egal, wir werden jetzt erstmal auf den Weg in den Delta Quadranten machen. Und Elisa Flores sagt schon, eingerufen der Voyager Sir, auf dem Schirm. Okay. Welcome to the Janolan Dyson Sphere. The situation in the Delta Quadrant is continuing to develop. We will need the assistance of all our allies to stay ahead of it. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Ich freue mich, an Ihrer Seite zu dienen. Okay, dann gehen wir mal zum Delta Quadranten. Elektrischer roter Alarm. Live, 28. Mai bis 4. Juni. Ja, bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Oder war das schon? Kurios. Da ist die Untersäusklasse. Unbeschriftet. Ja, außer Gefecht gesetzt. Na, irgendwas stimmt ja heute nicht. Irgendwie sind die Server heute nicht ganz so stabil. Kann das sein? Ja. Ganz flüssig laufen die heute nicht. Ah. Gibt's hier noch was auf der Karte? Nein. Nee, so ganz scheinen die nicht so flüssig. Grafikfehler. Warte, nochmal wiederholen. Grafikfehler entdeckt. Ich wollte gerade sagen, kann ich da runterfallen? Nein. Ah. Oh, wir sind hier auf dieser schönen, tollen Schiffchen, was wir auch schon geflogen sind. So, Captain Burgess, Bericht erstatten. Willkommen im Delta Quadranten. Weiter. Hello. Would you have time to look into something for me? Ja, hab ich. Admiral Tuvok has requested that you meet Voyager in the Solaran system. I believe he requires your assistance with a personal issue. While you're there, you should be able to get a briefing on the current state of the Delta Quadrant. Akzeptiert. Hello. Would you have time to look into something? Ja, nein. Jetzt wollen wir wieder zurück zum Schiff. Ins Solarian-System. Na, machen wir das mal. So. Einer zu beamen. Spielen Sie täglich, um jeden Tag mehr zu erhalten. Nachdem Sie das Ereignis können Sie sich noch mehr Dilithium-Erz verdienen. Propos Dilithium-Erz. Haben wir eigentlich wieder ein bisschen was wir umändern können? Also nicht, haben wir noch was? Vermögen. Oh, 5. So, Beginn. Ideenwelt. Beginn. Das ist die Dyson-Sphäre.
Wieder ein Ladebildschirm. Heute haben wir aber auch Ladebildschirme en masse. Ja. Ja. Server streiken heute wohl ein bisschen, oder? Oh ja. Greetings. Admiral Tuvok is waiting for you in the conference room. Mein Lieblingsschiff. Mein absolutes Lieblingsschiff, kann man sagen, was man will. Aber die Voyager ist echt eins meiner liebsten Schiffe. Welcome aboard. And if I may say so, it's good to see you again. Between Doomsday Devices and the Delta Quadrant, it looks like we get all of the interesting assignments. If you'll come with me, I'll take you to Admiral Tuvok. He wants to see you right away. War ein Ziel. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie wiedersehen würde. It's good to see you too. Someone decided that with our experience with that, borrowed bird of prey, I'm the perfect person to handle joint operations with the Klingons out here in the Delta Quadrant. I even got a promotion, as you can see. Können Sie mal berichten, was hier in letzter Zeit vorgefallen ist? What would you like to know? Wie ist die Lage im Delta Quadrant? Unstable, but not totally out of control. The Borg have suffered setbacks on multiple fronts. They're being pressed hard by the Voth, the Undine, and various liberated elements. The Voth are mostly bottled up in their home space and in the Solene Dyson sphere. We've established some connections with a few of the locals, such as the Kobali and the Talaxians. Of course, there are still troublemakers out here. The Kazon, the Hirogen, the Malon, and there's a new power player we're very concerned about. Whoever they are, they're picking off systems left and right. Even the Krenim weren't a match for them. We need to find out who they are and what they want. Okay. What would you like to know? Warum haben Sie die Voyager hierher gebracht? Sie ist 30 Jahre alt. Voyager spent 7 years in the Delta Quadrant, and during that time many of her systems were optimized to deal with the hazards out here. This old girl's still got a few tricks. Besides, Admiral Tuvok specifically brought Voyager out for this mission, and what the Admiral wants, the Admiral gets. What would you like to know? Ja, auf geht's! Ja, die Voyager. Ein schönes Schiff, ein sehr schönes Schiff. Sorry, we don't have time for a tour, but the Admiral insists he needs to speak with you right away. Ja, schade, da wäre ich jetzt gerne mal durchgegangen, aber da ist sogar die Brücke. The Admiral is waiting for you in the ready room. Oh, ich mag das Schiff, ehrlich, ich mag das Schiff. Hallo Tuvok. Greetings. Thank you for coming so promptly. We do not have much time, and I require your assistance. Was passiert hier? I am still under telepathic assault by the Undine we know as Cooper. He has found some means to greatly increase his psionic power, and I cannot withstand his assault indefinitely. I will need your help to repel Cooper's attack and counter him. Sie müssen großen Druck verspüren. What else do you need to know? Was kann ich tun? I have been able to deflect Cooper's attacks thus far, but I require assistance to repel him and gain any useful information. I propose initiating a Vulcan mind meld through which you will be able to enter my mind and aid me against Cooper. Das klingt gefährlich. What else do you need to know? Naja, bin bereit. My mind to your mind. Your thoughts to my thoughts. Jetzt war ich noch in der Krankenstation. Auf. Was geht hier vor? Keine Spur von Tuvok oder irgendjemand anderem. Hier scheint bin ich ganz allein in dieser Umgebung. Computer, aktiviere das medizinisch-holographische Notfallprogramm. Oh, geht nicht. Und überall das Omega-Protokoll. Überall das Omega-Zeichen. Tür entriegeln. Oh. Auf Konsole zugreifen. Warum wurde die Tür zur Krankenstation verschlossen? Vielleicht können wir die Sperre überbrücken.
Und normalerweise kann man da nicht auf Konsolen Zutritt. Genau, wegen Formica-Protokoll. Computer, aktiviere das medizinische holographische Notfallprogramm. Oh, der Doktor. Bitte gib sie die Art des medizinischen Notfalls an. Please state the nature of the medical emergency. Doktor, ich scheine die Krankenstation nicht verlassen zu dürfen. Können Sie die Sperre für mich außer Kraft setzen? Let's not get ahead of ourselves, shall we? First I need to make sure you're not contagious or suffering from any injuries. This will only take a moment. Mir geht's gut, Doktor. Ich muss nun wirklich zur Technik. Don't be difficult. I'm only doing my job. Engineers and captains, always in a hurry to get out of sick bay. Doktor, es ist äußerst wichtig, dass ich die Krankenstation verlasse. Ich muss Tuvok finden. You're not going anywhere. Doctor's orders. Doktor! Oh, jetzt greift der Doktor mich sogar noch an. Ein Hologramm! Can you hear me? Come speak to me at the desk terminal. Zum Glück haben wir unsere tolle, mega krasse Waffe. Auf Puckenkontrolle zugreifen. The mind meld was successful. Excellent. I am currently trapped in the ready room. For the moment, I will only be able to communicate with you remotely. Cooper is working to subvert my mental defenses, and I must focus my concentration on keeping my mind intact. Muss sie also aus dem Bereitschaftsraum befreien? No. Cooper is trying to erode my emotional control. Symbolically, this means that he must destroy Voyager. To do so, he is attempting to overload the warp core. You must proceed to engineering to stop Cooper from destabilizing the warp core. If he is successful, he will have broken down my mental control systems. Once the core and my mind are protected from Cooper's attacks, then we can take control of this mindscape. Take the pad from the doctor's office. I will use it to communicate with you as you proceed. Verstanden. Ich werde das Pad nehmen und mich umgehend zur Technik begeben. Pad nehmen. Ist die Frage. Now we will be able to remain in contact. Proceed to engineering. Oh, bin ich. Cooper is attempting to subvert my mental defenses by replacing my memories with engrams from his bioship. Until he is expelled, these kinds of incursions will continue. You may see strange items or distortions in your surroundings. Ignore them and proceed as best you can. Remember Kiri Kin Tha's first law of metaphysics. Nothing unreal exists. Verstanden. Mal gucken, wo geht's zur Technik hin? Dahin? Nehmen Sie Turbolift zur Ingenieursabteilung. Cooper is trying to overload the warp core. You must keep it stable. Ja, ich versuch's. Das Dong voll gegen die Wand. The mindscape is a simulacrum. Cooper may move elements to suit his needs or try to stop you. Certain areas may be blocked or damaged or even transformed. Do your best to reach your destination. Cooper cannot simultaneously attack an area and conceal it. Ich verstehe. Ah, Maschinenraum der Voyager. What are you doing here? Friedrich Harry Kim. Mr. Harry Kim. What are you doing here? This area is very dangerous. The core is unstable. Ich bin hier, um den Kern zu stabilisieren. I've almost got this. Just keep back. It will only take a few more minutes. Wo ist die der Chefingenieur, wenn eine Chefingenieurin? Vilana. Leider Fehler. She should be here, but as far as I can tell, everything on Voyager is about to fall apart, and I'm the only one here. Stay back. I'm going to put a force field around the core while I try to stabilize it. It won't contain a core breach, but it might block some of the radiation if the magnetic stabilizers give out. Heinrich, wir können das effizienter lösen, wenn wir zusammenarbeiten. You are stupid, aren't you? Only people the Vulcan melded with should be here. Not everyone on Voyager is part of Tuvok's warped little subconscious. Some of us are far more exceptional. Heinrich Kim, treten Sie von der Warpkern-Steuerung zurück. I'll destroy you. And Tuvok's mind with you. Komm schon. Jetzt werde ich dich ein bisschen mal beschnipseln hier.
Sie jetzt. Er hat die Defense, um sich zu schützen. Er ist einer der Ingenieurkonsolen, die pressen ihre Attacke. I'm in control. Raised defenses to protect himself. Use one of the engineering consoles to press your attack. Komm schon! Nein, das ist noch Cooldown. Quickly, use the controls to restore the warp core. This will strengthen my mental defenses. Excellent. With my mental defenses stabilized. We should have additional time to fend off Cooper's intrusion. Head to the crew decks. Inside of my memories exist fragments of personalities from any person with whom I have previously experienced a mind meld. You may be able to find someone whose personality is not wholly part of my mind and thus not susceptible to Cooper's influence. Ich werde jemanden finden, der Ihnen auf dem Mannschaftsdeck helfen kann.